Gut. Und wir gucken einmal ganz kurz, dass ich bei Steam das nächste Spiel öffne. Und zwar wird es jetzt The Room 4, Old Sins. So, wir machen uns ein neues Profil. Wie immer, Wimmeltante. Und bestätigen. Ich gehe jetzt kurz in die Pause, weil ich muss mal kurz eine Kleinigkeit essen. Einen Moment bitte. Ich wäre aber dafür, dass wir nochmal neu anfangen. Sprich, wir starten das Kapitel nochmal neu. Und ich kann das dann anschließend wieder rausschneiden. Das macht das Ganze, glaube ich, einfacher. Kann ich dich neu anfangen? Kann ich hier? Nein, da wollte ich nicht wieder zurück. Ach doch, Spiel zurücksetzen. Da haben wir es. Spiel zurücksetzen. Spiel zurücksetzen. Neues Spiel. All das macht es im Endeffekt einfacher. Ich kann das besser schnell rausschneiden.
Oh, den Titel habe ich auch mal wieder angepasst. Dann kann es jetzt weitergehen. Bis auf diesen Dachboden habe ich jedes Zimmer im Haus durchsucht. Im Dunkeln komme ich nicht sehr viel weiter. Ich glaube, er ist kaputt. Ich brauche den Schraubenzieher aus meinem Koffer. Das Notizbuch hält alle Informationen für mich bereit, die ich brauche. Willst du? Mach mal. Was aber? Hallo? Moment. Notizbuch nicht auf. Berüchtigter Ingenieur aus dem Königlichen Institut entlassen. Mr. Edward Lockwood entfachte den Zorn des Königlichen Instituts. Profil der Zielperson. Name Edward Lockwood. Alter 32. Größe 1,76 Meter. Anmerkung. Ausgebildeter Maschinenbauer, beschäftigt sich mit Chemie. Gesellschaftlicher Aufstieg durch die Hochzeit mit Abigail Waldegrave führte zu einer Assistenzstellung am Königlichen Institut. Stelle wurde nach einem Jahr gekündigt. Kündigung erfolgte aufgrund eines nicht weiter ausgeführten Verfehlverhaltens. Verstorbener Vorreiter hinterlässt Anwesen einziger Tochter. Bekannte Künstlerin Mrs. Abigail Lockwood erbt notleidende Waldegrave Manor. Mit Schulden belastet, ein vergifteter Kelch. Profil des Ehepartners. Name: Abigail Lockwood, geborene Waldegrave. Alter 28, Größe 1,62. Anmerkung: Künstlerin mit klassischer Ausbildung. Bekannt für die Förderung von Ausstellungen. Einziges Kind des ehrwürdigen Hugo Waldegrave. Hochzeit mit Edward war kontrovers. Nach dem Tod ihres Vaters erbte Abigail Waldegrave Manor sowie die nicht unerheblichen Schulden der Familie. Bericht des Sammlers. 1. November. Bei meinen Auftraggebern gehen keine Berichte von Mr. Lockwood mehr ein. Grund hierfür ist wahrscheinlich seine Frau. Derzeitiger Aufenthaltsort ist unbekannt. 12. November. Die Durchsuchung von Waldegrave Manor durch die Polizei bleibt ergebnislos. Diese Sache übersteigt deren Horizont bei weitem. 14. November. Meine Auftraggeber bestehen darauf, dass die Probe in Waldegrave Manor verbleibt. Inzwischen müssen ihre Auswirkungen für das geschulte Auge unübersehbar sein. Finde die Spur, folge ihr zu ihrem Ursprung. Schraubenzieher nehmen. Ein Schraubenzieher. Was war das denn? Das muss ich mir genauer anschauen. Schließe den Stromkreis. Stromkreis geschlossen. Die Leiche ist weg. Da lag vor ihm eine Leiche, die habe ich genau gesehen.
ein Puppenhaus. Irgendetwas stimmt damit nicht. Die Oberfläche sieht ungewöhnlich aus. Ich brauche etwas aus meinem Koffer. Ich hätte erwartet, dass ein dermaßen wichtiges Teil das Haus schöner ausgestattet wäre. Alles gut? Ja. Jeder hat so seine Geheimnisse. Da haben wir mein Okular. Ein Okular. Ich muss es erst öffnen, damit es etwas nützt. So, lass uns mal blicken. Bricht das Siegel, finde das Null-Element. Manchmal kannst du mit dem Okular eigentlich verborgene Dinge sehen. Ich sollte das Puppenhaus mit dem Okular untersuchen. Kann ich da eigentlich auch drauf gucken? Hier kann ich nichts Neues lesen. Aussuchen. Puppenhaus. Ich da wieder hin. Wieder aufsetzen. Doppelklick auf das Symbol, um das in den Raum zu klicken. Oh je. Na gut. Alles andere scheint uninteressant zu sein. Ja, okay. Dann nehmen wir uns doch den wieder vor. Einmal das Buch. Was kommst du hier rum, sag mal eben? Nee, lieb sein. Sie bringen buchstäblich ganze Wagenladungen von Geräten. Und während sie sie abladen, sehe ich dabei zu, wie mein Mann sich in ein Kind mit leuchtenden Augen verwandelt. So lebhaft habe ich ihn nicht mehr erlebt, seit er das königliche Institut verlassen hat. Die Männer arbeiten ohne ein Wort und in meiner Gegenwart bewegen sie keinen Muskel. Der Blick gesenkt, die Lippen fest verschlossen. Sie blicken mir nicht in die Augen. Sie sehen so verzweifelt aus. Ich mache ihnen Platz, gehe ihnen aus dem Weg. Warum nur fühlen sich manche Männer bedroht von einer klugen Frau? Wenn Sie mich erst einmal kennenlernen, werden Sie sich sicher an mich gewöhnen. Hauptsache, Edward arbeitet weiter.
Die Bücher in diesem Puppenhaus scheinen mehr zu enthalten, als die Buchdeckel preisgeben wollen. Ich vermute, dass sie der Schlüssel zur Lösung dessen sind, was hier geschehen ist. Die Schaltfläche mit dem Fragezeichen leuchtet auf, wenn, ja, wenn ein neuer Hinweis verfügbar ist. Das haben wir schon bei etlichen Spielen gesehen. Eine Messing-Mechanik-Münze. Das ist auch so ein Zungenbrecher, den man sich ausdenken musste, ne? Kann ich dich hier bewegen? Ja, kann ich. So, dann einmal wieder rauszoomen. Ich glaube, die können wir an beiden Stellen einsetzen oder geht die nur an einer Stelle? Die geht da rein. Gut. So. Das hatte ich gerade schon mal gelöst. Das hat, oder? Moment. Ja, jetzt passt es wieder. Ich habe das Familiensocken gefunden. Das scheint auf das Puppenhaus zu gehören. Was ist das hier jetzt? Ich muss mal anschauen. Muss ich da. Ah! Das war's schon? Ja, nicht wirklich. Okay. Okay. Kommt da auch noch einer raus? Da fehlt einer. Was ist das hier eigentlich? Da fehlt auch was. Kann ich jetzt weiter rein? Ach, ich muss immer das Okula auswählen. Uff. So, dann lass mich mal im Gucken. Kann ich hier eigentlich noch weitermachen? Dich entfernen? Nein. Da muss ich auch noch eins mehr haben. Kann ich irgendwo anders hin? Kann ich irgendwo anders hin? Es sieht aber nicht so aus. Nee. Ich komme immer wieder an den Punkt zurück. Wahrscheinlich mal ein Tor ausgezeichnet zu haben. Gehen wir nochmal zurück. Ich vielleicht irgendwie. Ah, dich kann ich drehen. Okay. Da habe ich die zweite Silbermechanikmünze. Kann ich auch öffnen. Dann gehen wir da noch wieder rein.
Und dann kann ich das zweite Portal öffnen. Ja. Dann setzen wir dich da ein. Dann öffnet sich da was. Ich tappe dran. Muss ich erstmal ganz kurz gucken. Mal ganz kurz, wenn ich dich so drehe und noch mal wieder ein Stück. Nee. So passt du da rein. Was ist das? Oh, schick, schick. Kann ich dich drehen? Okay, kann ich dich jetzt drehen? Nein, immer noch nicht. Ich muss dich drehen, das weiß ich. Ah. Ah, Moment, stopp. Sekunde, du bleibst mal da. Und du gehst mal darüber und wir haben beide Knöpfe offen. Was tut sich jetzt? Ah, die muss ich auch noch weiter drücken. Moment, machen wir das wieder so. Jo, ist klar. So, lass mich gucken, wie kriegen wir das jetzt am besten hin? Erstmal drehen wir dich frei. Ah, nee, Moment, stopp. Sehr witzig. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Okay. Ich glaube, es wird Zeit, mir die hier mal anzuschauen. Ich habe ein seltsames Artefakt gefunden. Boi. Wie geht? Schleimige verschlingt alles. Okay. Dann. Lass mich. Foyer abgeschlossen. Ich habe das Spiel gefunden, von dem meine Auftraggeber sprach. Ich habe das Siegel gefunden, von dem meine Auftraggeber sprachen. Es ist angegriffen, aber keinesfalls gebrochen. Ich bin definitiv auf dem richtigen Weg zum Null-Element. Das Artefakt, das ich aufgebrochen habe, ich glaube, ich sollte es mir genauer anschauen.
Seltsame Artefakt. Guck mal, da kann ich. Okay. Ein Schwan. Ich glaube, ich weiß, wo du hingehörst. Eine Schwanenfigur. Ach, und weg ist es. Da muss ich auch immer noch gucken, was ich damit machen kann. Eine schmückende Metallplatte. So, dann gehen wir mal hier rüber und setzen da den Schwan ein. Eine Modelllampe. Wo könnte eine Lampe fehlen? Da fehlt eine Lampe. Das ist ein geiles Puppenhaus, das muss ich schon sagen. Also wirklich schön. Kann ich da wieder rein? Ich glaube nicht, dass ich in dieses Zimmer zurückkomme. Okay, gut. Dann müssen wir uns was Neues einfallen lassen. Guck mal, ich habe ein Fenster gefunden. Bist du hier? Das sieht auch, aus wie eine Aussparung. Habe ich eigentlich das Ding gelassen, das hier raus? So, ich hatte dabei ja dann das Schwan drin. Was hat sich da geöffnet? Da führt nichts zum Balkon hinauf. Nö, schade auch nicht. Die gehen nicht auf. Ah, guck mal. Das sieht doch aus, wie als wenn ich das da reinsetzen könnte. Nicht? Wieso nicht? Hier fehlt die Symmetrie. Ach. Was? Ah. Hier was tun? Wieso willst du da eigentlich nicht hin? Hier fehlt irgendwie die Symmetrie. Ja, das habe ich verstanden, dass da die Symmetrie fehlt. Na gut, dann nicht. Hier was tun? Da gehörst du auch nicht. Da fehlt auch was. Hier was tun, wird auch was. Das scheint nicht vollständig zu sein. Ja, hast du recht. Hier was rein? Nein. Hier? Das Bauwerk scheint unvollständig zu sein. Was ist das hier eigentlich für ein komisches Ding? Sonst kann ich das nicht bewegen. Das ist doch eine Leiter. Warum komme ich da auch nicht?
Hier noch irgendeine Option, dass er mir was anzeigt. Ach, Moment, stopp. Da fehlt das Geländer. Da musst du hin. So, kann ich hier jetzt was machen? So, jetzt muss ich den hier wieder nach draußen drehen. Nach außen. Nach außen. Habe ich das gerade richtig? Nee. Der muss nach oben, der muss nach oben, der muss nach außen, der muss nach außen. Gut. Oder müssen die genau andersrum? Dass die gleich aufeinander zuzeigen. Das ist eine gute Frage. Ich probiere es erstmal so rum. Ja, jetzt doch. Gut. Da öffnet sich der nächste Raum. Sorry, ich esse noch mal kurz was. Dann gehen wir jetzt in den Raum auch. Arbeitszimmer. Was ist das für eine komische Maschine? Da ist das nächste Buch.
Meine Frau ruft. Ich höre ihre Stimme aus dem Flur. Ist es heute? Es ging so schnell. Wenn ich mir ansehe, was an meinem bescheidenen, wenn ich ansehe, was aus meinem bescheidenen Arbeitszimmer geworden ist, bleibt mir der Mund offen stehen. Es gibt ganze Fachbereiche, die nicht so gut ausgestattet sind. Einige der Apparate könnte ich nicht mal beim Namen nennen. Ich erinnere mich daran zu lächeln, daran zu atmen. Das Objekt meiner Untersuchung ist ein merkwürdiges Ding. Ein kürzlich entdecktes Element, dessen Eigenschaften fast gänzlich unerforscht sind. So selten, so wertvoll. Ich bemerke, wie Abigail strahlt und mein Herz macht einen Sprung. Endlich einmal kann ich ihr alles geben, doch ich muss sie von diesen Leuten fernhalten. Die Gesellschaft möchte man nicht zum Feind und ich habe eine neugierige Ehefrau. Mach nichts mehr drin. So. Ich glaube, ich muss erstmal woanders schauen. Da. Da scheint doch was zu fehlen. Ah, so viel. Na, Moment. Hallo? Wie bleibst du? Wieso bleibst du nicht zu, wenn ich fangen darf? Also ich muss, glaube ich, erstmal dich dazu kriegen. Kriege ich aber nicht, weil in dem Moment, wo ich den loslasse, geht der zu und geht der auf. Das muss wahrscheinlich hochgestellt werden. Okay. Also hier komme ich gerade nicht weiter. Lass mich mal auf der anderen Seite schauen. Was haben wir hier? Ja, ich habe einen Schreibtisch gefunden. Einen schönen alten Sekretär. Kann ich mal das Okular verwenden? Nein. Kann ich da bitte ran? Ja, kann ich. Moment, kann ich da, gibt's da irgendwie... Ein Medaillon mit vier Löchern. Okay, fällt mir gerade nichts zu ein. So. Dann lass mich hier noch mal gucken. Hm.
Aber im Moment kann es sein, dass ich erst raus muss. Da passt kein Material mit den Löchern drauf. Ein Material mit vielen Löchern, hier passt du drauf, oder? Nee, hier passt du leider auch nicht drauf. Passt du da drauf? Nein, auch nicht. Da drauf? Auch nicht. Nein, auch nicht. Und das ist schön, die kann ich so aber nicht drehen. Gehen wir noch erstmal wieder zurück. Muss das Million da rein? Nee, auch nicht. Musst du auch nicht rein. Hier auch kein. Hopp, was ist das hier, wenn ich fragen darf? Das wird gleich richtig rumgemacht. was haben wir hier? Ja. Ja, guck mal eine an. Das
auch wieder so ein Mechanismus. Da öffnest du eins und eins und eins und eins und eins und eins. Ein geformtes Metallstück. Kann ich von Hand nicht drehen. Jetzt esse ich das nächste. Ein Feuereisen. Jetzt muss ich nur eben einmal ganz kurz gucken. Kann ich dich hier drehen? Nee, dich kann ich nicht drehen, oder? Nee, da kann ich auch nichts drehen. Ah, das heißt, Moment. Da ist noch eine Aussprachung. Da ist noch eine Aussprachung. Ich glaube, hier fehlt was. Ja, da fehlt was. Das habe ich aber noch nicht. Ich kann mich noch nicht bewegen. Da weiß ich leider immer noch nicht, was ich da machen soll. Das ist ein Kreuz. Wo kann ich ein Kreuz auf? Hab ich eventuell? Nee, kannst, das bist du auch nicht richtig. Hier noch irgendwo eckige Aussprachen gehabt. Nee, auch nicht. Gut. Feuereisen. Also Feuer müssen wir, glaube ich, hier machen, oder? Da fehlen auch ganz viele Verbindungen, so wie das aussieht. Da fehlen ganz, ganz viele Verbindungen, so wie das aussieht. Irgendwo, wo ich Feuer machen kann, vielleicht. Bleibt aber nicht unten.
Irgendetwas übersehe ich gerade. Ich weiß nur noch nicht, was ich hier übersehe. Was soll ich mit einem Feuer eignen? Ich meine ja Feuer machen, das macht ja Sinn, aber dafür müsste ich einen Kamin oder ein Feuer haben. So. Achso, damit kann ich die Teile aufmachen. Ja, okay. Das Bauwerk scheint unvollständig zu sein. Gut, wir nehmen mal einen Tipp. Das Metallteil, das ich gefunden habe, sieht aus, als würde es irgendwo an den Rollschreibtisch im Arbeitszimmer passen. Finde ich jetzt nicht, aber wenn du sagst. Das ist der Rollschreibtisch. Das ist gar kein Schreibtisch. Da passt du nicht rein. Nee, passt du auch nicht. Da passt du auch nicht rein. Da muss ich dich erstmal öffnen. Das geht nicht. Da haben wir auch kein. Das ist. Oh. Da ist auch nichts. Der Griff lässt sich nicht bewegen. Ja, das ist schön. Meistens kriege ich hier. Auch nicht richtig. Ja, mehr als 4 habe ich hier nicht. So, habe ich hier jetzt irgendwo einen Platz, wo du hinkommen könntest? Hier noch hinten. Ups, ich wollte gar nicht so weit raus, sorry. Bist du der Rollschreibtisch? Okay, du scheinst ein Rollschreibtisch zu sein. Bist du hier irgendwo ran? Nö. Thank you.
Ach nee, ne? Eins. Da dran? Nö. Zurück. Kann ich auch nichts machen? Kann ich auch nichts machen? Wo soll denn das Ding hinpassen, wenn ich fragen darf? Irgendwie bin ich da ein bisschen blind für, kann das sein? Ach mein Gott, ja, ich bin da zu blind für. Das ist ja witzig, dass ich das nicht gesehen habe. Ich esse noch mal ganz kurz wieder ein schönes Häppchen. Ich bin wieder da. Sieht das richtig aus? Irgendwie nicht. Das muss so, ne? Das sieht so richtig aus, ich kann es nicht ändern. Jetzt haben wir das auch fertig. Einmal weg, einmal hoch. Was bist du für ein Mechanismus? Ach du, ich ahne es. Da fehlt mir was für. Kann ich dich dafür verwenden? Nein.
Dafür fehlt auch immer was. Ja, es fehlt. Dann lass mich mal gucken, ob ich damit noch was machen kann. Hier ist noch ein Knopf zum Drücken. Ja, da ist noch ein Knopf zum Drücken. So. Da ist der. Gut. Damit habe ich dich jetzt auch auf. Achso, ich muss aber alle vier öffnen. Gut. Ich habe was gefunden. Ja, du scheinst richtig zu sein. Yep. So. Dann muss ich dich jetzt einmal dahin drehen. Und dich einmal dahin drehen. Und dich einmal dahin drehen. So, einmal drehen. Hopp. Einmal drehen. Oh, ich muss dich gleich einmal austauschen. Hopp. Einmal dahin. So. Jetzt brauche ich dich einmal da, dich einmal da, einmal umdrehen, dich, ach so, doch, ja, kann ich. Du kommst dahin und du kommst einmal dahin. Na komm, rüber. Fertig. Aber einen neuen Griff. Ui, was Schönes ist das denn? Ich habe einen Modellbrunnen gefunden. Hast du durch Zufall von unten die richtigen Aussparungen? Was kannst du denn Schönes machen und wo musst du hin? Ich gehe mal wieder vors Haus. Und gucken uns das hier mal an. Wo könnte ein Modellbrunnen hinkommen? Da vielleicht? Bist du da? Nein, natürlich bist du da auch nicht. Wo kann denn ein Modellbrunnen abgestellt werden können? Da eigentlich auch nicht. Weil du bist kein Modellbrunnen, oder? Nee, du bist was anderes. Da kommt ein Brunnen hin. Guck mal eine an. Oh. Hallo. Das ist ja mal ein interessantes Ding. Und wir gehen wieder rein. Küche. Stimmt. Und wir haben wieder ein Buch zum Lesen. Ich bleibe auf dem Treppenabsatz stehen, als ich von unten die lauten Stimmen hörte. Geknurrte Drogen machen ein Versprechen unverhohlener Gewalt. Es gibt nur wenige Fortschritte. Aber warum? Ich glaube nicht, dass Edward in der Lage ist zu versagen. Die Worte, die sie benutzen, sind geheimnisvoll. Ich reime mir zusammen, was ich kann. Diese Männer sind keine Wissenschaftler und ganz sicher keine feine Gesellschaft. Warum haben wir sie in unser Heim eingeladen? Endlich gehen sie. Ich muss Edward suchen, aber ich weiß nicht, wo ich bin. Zweimal muss ich kehrt machen, nur um das Arbeitszimmer zu finden. Das Arbeitszimmer meines Vaters. Eine Tür, an die ich eine ganze Kindheit lang mein Ohr gedrückt hatte. Jetzt ist sie mir fremd, bis auf das Gefühl dessen, was sich dahinter befindet. Wie ein Makel, der auf der Welt liegt. Okay, was können wir... Moment. Leg ich dich auf?
ich krieg dich aus. Oh, da haben wir schon das nächste Rätsel. Moment. Was ist das hier für ein Rätsel? Moment. Ach, Moment. Stopp. Naja, sorry. Sehe ich jetzt erst. Kann ich dich auch in quer drehen oder was ist das hier? Wie soll das denn? Ah, Perspektive. Das große Wort ist Perspektive, wie immer. Perspektive, oder? Wie sieht das aus? Kann ich hier noch was anderes drehen? Nee, du musst schon das sein. Aber die Perspektive kriege ich nicht. Hallo? Ach, Moment. Ernsthaft? Ah, so passt die übereinander weg. Ja. Alles gut. Hat doch nicht so viel mit Perspektive. Nee, Moment. Was haben wir denn da jetzt? Da haben wir jetzt ein Metallrad. Ein kleines Rad gefunden. Da weiß ich aber einfach schon wieder nicht, wohin damit. Hey, wir machen das jetzt auch noch im Auf. Kann ich nicht. Fehlt mir was. Kann ich das mit dem Feuerstein öffnen? Nee. Kann ich dich öffnen? Nein. Warum nicht? Und dann noch was rein. Ich muss auf jeden Fall Feuer machen, so viel glaube ich zu wissen. Nicht hin. Ist das hier Interessantes? Du passt da auch nicht hin. Krieg ich dich dann auch, wenn ich fragen darf, muss ich Schrauben lösen? Gut. Noch was Interessantes? Soll ich dich mal verwenden? Kann ich dich da reinlegen? Nein. Ah, da habe ich noch was. Eins. Soll das sein? Unter Strich. Zwei Dreiecke nach unten und zwei Ringe. Ah, okay, gut, warte mal. Eins, zwei. Und mir fehlt die Klingel. Och Menno, kann ich nicht. Das ist doof. Mir fehlt der Klöppel. So, dann lass mich mal gucken, wo habe ich ein Rad gefunden. Du bist fertig, ne? Ja, du
bist fertig. Bist du von Rat? Weiß ich noch nicht. Also gehen wir da wieder rein. Vielleicht kann ich dich hier irgendwo einsetzen. Da nicht. Ah, Moment. Ich muss dich auch noch wieder umstellen. So. Ein kleines Rad gefunden. Okay, die letzte Schublade fehlt mir noch. Gucken, kann ich hier noch irgendwas machen? Sieht nicht so aus. Hier noch irgendwo ein Rad einzusetzen vielleicht? Nein.